Ja, Blackout ist in aller Munde und das finde ich auch gut, dass sich die Leute endlich ein bisschen drüber nachdenken über das Thema, was ja viele andere wirkliche Blackout-Experten, ja nicht bin, aber Experten und auch Survival-Trainer wie ich, die seit über acht Jahren immer wieder reden und sagen, Blackout, die Trottel. Und jetzt steht es überall in den Zeitungen, dann sind die Leute ganz verrückt auf Blackout, 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 Blackout! Und ich habe dieses Ding hier bekommen. Und soll meine Meinung dazu abgeben, ob das hier, dieses Ding hier, eine wunderbare Blackout-Lampe sein kann und sowieso und überhaupt. Und wenn dich das interessiert, dann würde ich sagen, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Dieses Teil hier, das habe ich mir besorgt aus Xinjiang-Chung, China. Ich habe das direkt gekauft in China, Alibaba oder so irgendwas. Ja, bei Alibaba, ganz genau. Und es hat mich einfach interessiert, weil das hier, the best blackout torch 2020 ist. Und da haben wir gedacht, das will ich wissen, wenn das Beste fürs Jahr 2022 ist, dann muss es durch meine Hände gehen. Und ja, so habe ich es jetzt bekommen. Also es ist so groß, es ist ein Akkubetrieb. Es ist auch eine Powerbank mit dabei, da komme ich dann gleich dazu, aber es soll so sein. Ich habe dann nachgeschaut, das Teil gibt es auch auf Amazon, gebe ich da unten den Link, und ich würde es auch auf Amazon kaufen und nicht direkt beim Alibaba, weil da ist kein TÜV-Zertifikat und überhaupt nichts. Das ist einfach nur nichts. Und wenn da so ein Akku drin ist, dann werde ich irgendwie nervös. Aber ich habe es mir auf Amazon angeschaut und das sind genau dieselben. Ja? Und da hat das jemand eingebracht in die Europäische Union, irgendeine Firma, und hat dann vom TÜV irgendwo was geholt und super. Aber um das soll es nicht gehen. Was ist die Idee von dieser Lampe? Sie ist klein und kompakt und das finde ich gut. Und du hast eine richtige Taschenlampe dazu. Und wenn du dir das jetzt so anschaust, boah, die ist nämlich auch wirklich stark, da muss ich aufpassen. Schau her, da kann man da hinten schön Leucht machen. Ja, da wären auch gleich die reine Rossmann Leuchtpatches, die fluoreszieren. Patches fangen an ins Leuchten. Ja, wenn ich da hinleuchte. Also das ist wirklich ein Beam und das kann natürlich jetzt sich nicht mit einer klassischen Outdoor-Taschenlampe vergleichen, weil auch wenn du dir das anschaust, es ist sehr zentriert, ja, sehr zentriert das Licht, und man kann weiter mit leuchten, aber du kannst jetzt nicht einen Bereich ausleuchten. Aber das ist gar nicht einmal so schlecht, ist wirklich nicht so schlecht, und es gibt es in zwei Modi, nämlich auch in einem kleineren dann noch, der haut dann nicht so die Augen raus, aber es ist wirklich hell. So, und dann hast du eben eine Laterne mit dabei und die ist wirklich so, dass du, mein privater Notarzt, der Dr. Thomas Girgis, mit dem wir auch eigentlich einen eigenen Online-Erste-Hilfe-Kurs gemacht haben, der würde sagen, er kriegt mal Augenkrebs davon, und ich weiß nicht, ob es Augenkrebs gibt, aber das ist wirklich hell. Und zum Ausleuchten von einem Wohnraum mit, was haben wir jetzt hier, mein Wohnraum, auf dieser Raum hier wird 15, 17 Quadratmeter haben, und das geht ganz locker. Das geht ganz locker damit und hat auch die nette Funktionalität, dass du hier oben, ja, dass du hier oben das aufhängen könntest, also wirklich als Laterne nutzen kannst, und das funktioniert sehr, sehr gut. Dann gibt es einen leichteren Modus, dann gibt es ein Rotlicht, und zwar nicht, um hier jetzt im Rotlichtmilieu sozusagen beim Blackout den Betrieb aufrechtzuerhalten, weil vielleicht auch das, ja, ich weiß nicht, ja, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Aber ich sag, Rotlicht ist einfach eine großartige Sache, weil du deine Nachtsichtfähigkeit dadurch nicht verlierst. Das Problem bei der Lampe, da komme ich dann gleich dazu, ist, dass du halt nicht gleich auf das Rotlicht kommst und vorher alles hell ist und, ja, und erst dann rot. Aber durch das Rotlicht ist erstens mal etwas getarnt, aber das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass du deine Nachtsichtfähigkeit nicht verlierst. Und jetzt kommt ein Blinken, also aufpassen an alle, die da sensibel sind. Jetzt blinkt das dann rot. Weiß ich nicht, da haben sich die Chinesen wahrscheinlich gedacht, vielleicht will man das auch ins Auto geben und dann soll das so ein Signalleuchten sein. Das wäre halt, ist halt so. Was mir bei der Lampe echt am AA geht, ist, dass wenn ich jetzt zum Rotlicht will, ich einmal klick, klack, gluck, Glock, Glug, und dann habe ich mein Rotlicht. Das heißt, ich muss immer diesen Weg gehen, und das ist unangenehm. Jetzt könnte man sagen, okay, ich merke mir das einmal, zweimal, und dann mache ich die Augen zu, dreimal, viermal, fünfmal, jetzt habe ich mein Rotlicht und dann mache ich die Augen wieder auf. Also das könnte man tun, aber dafür ist das Ding ist extrem günstig. Wie gesagt, ich habe es mir auf Amazon angeschaut, das sind tatsächlich dieselben. Und das ist halt dann der Vorteil, dass ich mir mehrere davon besorgen kann, für jeden Raum eine, und ist alles gut. So.
Kann man gut halten, ist lieb, ist nett, ist leicht, ist kompakt, aber es hat natürlich Vor- und Nachteil. Nämlich der Vorteil ist, du hast du kannst es per USB aufladen, mit einem USB-Kabel, einem ganz normalen, und kannst es, wenn du eine Powerbank hast, wie ich das ja auch schon einmal bei einem Video gezeigt habe, oben beim E-Klicken, wenn ich die immer vorbereitet habe, kann ich meine Geräte damit laden. Super. Solar, alles wunderbar, cool, perfekt. Der Nachteil dabei ist halt, und anderer Vorteil ist, ich kann aus dem hier auch wiederum andere Geräte speisen. Also wenn der komplett voll ist, kann ich damit, schau dir die Energie, Speicherkapazität, Wattstunden, schau das an, ja. Punkt dabei ist aber, kann ich laden, nur meiner Meinung nach ist das einfach zu schwach dazu, um da irgendetwas Vernünftiges damit zu tun, aber wurscht, ja. Für den Betrieb ist das auch ganz nett, ist alles cool, gibt's überhaupt nichts zu meckern. Aber jetzt kommt der Punkt. Der Akku ist super, wenn ich mein gesamtes Konzept darauf aufbaue, dass ich eine Powerbank habe oder einen Generator oder irgendetwas und dann meine Geräte damit aufladen kann, dann ist das cool. Wenn ich aber keine Powerstation habe, ja, gibt es auch, gebe ich da auch unten den Link und oben beim Mitklicken habe ich sowas schon einmal vorgestellt. Wenn ich die nicht habe, habe ich das Problem, dass jetzt steht das irgendwo da bei mir und ich kümmere mich nicht darum. Außer du bist jemand, der dann immer wieder aufladen geht, so periodisch. Aber meistens ist ja das nicht der Fall, ne? Und dann steht das. Und auch wenn diese Akkus relativ lang die Spannung halten können, irgendwann ist sie aus. Und genau dann, wenn es aus ist und ich brauche es, weil es ist gerade Nacht, es ist gerade Abend, 21. Dezember oder Jänner, und ich sage, ich habe eh meine Lampe. Und dann klickst du und dann geht nichts. Und dann müsste ich sie erst vorladen. Und da sind halt dann die Batterien cool. Wenn ich einen Batterienbetrieb habe, den aufmachen, Batterie rausnehmen und es geht weiter. Und da muss ich erst einmal aufladen. Also das sind so die Nachteile dabei. Aber natürlich auch der Vorteil, dass ich, wenn mein Batterielager aus ist, vorbei, aus, ich habe keine mehr, ich bei dem hier noch immer weiterarbeiten kann, sofern ich eine zentrale Stromversorgung, zum Beispiel mit einer Powerbank, mit so einer Powerbank von Nightcore und wie sie alle heißen, habe ich schon vorgestellt, verwenden kann. Und das ist der Vorteil dabei. Muss wissen. Und ich habe nichts gegen das. Ich finde das super. Und wer das will, wie gesagt, ist auch grundsätzlich in Ordnung. Ich habe da jetzt 3, 4, 5 Wochen, ja, da ist die aus China gekommen, da ist dann, habe ich schon gefreut, ohne Zoll, dann ist da im Nachhinein noch ein Briefchen gekommen, ja, sie müssen noch Zoll zahlen, aber das war okay. Ich muss dazu sagen, ich hätte es mir dann eigentlich auf Amazon auch kaufen können und hätte man das erspart, das ganze Bim-Bam-Boom, ja, aber wie auch immer, habe dann Zoll nachzahlen müssen, daher, aber egal, ist wirklich egal. Ich habe auch schon einmal vorgestellt, und das gebe ich da den Link in meinen Shop und auch oben beim i-Klicken, eine Lampe von Nightcore, eine Kopflampe, die beides kann, die auch Rotlicht hat und all die Geschichten, die Akku und Batterie vereinigt. Und da finde ich, das ist meiner persönlichen Ansicht nach die ideale Lösung. Denn ich kann mir aus beiden Welten das holen, was ich brauche. Ich kann mit Batteriebetrieb reinfahren, aber ich habe auch den Akku für langfristig, wenn ich die Möglichkeit habe, wieder aufzuladen. Also zum Beispiel, es wird sehr bald ein Buch über die Krisensituation in Venezuela geben. Es ist fast fertig. Wir müssen nur noch ein paar Dinge machen und müssen es noch einmal korrigieren. Ich bin ein Rechtschreibfehlmacher, aber egal. Und da ist es so, dass die halt permanent immer wieder diese Stromaussetzer haben aufgrund der wirtschaftlichen Situation, die dort haben. Und da helfen dir Batterien natürlich auch nur bedingt, weil es dann teilweise gar keine Batterien gibt, weil Venezuela selbst keine Batterien herstellt. Das heißt, die müssen die importieren und da das venezolanische Geld nichts wert ist, müssen die das mit Dollar zahlen und Dollar zu bekommen ist schwierig. Und da gibt es dann eigene Bereiche, dort kannst du hingehen, dort steht ein Generator. Das ist dann leider auch ein Hotspot für Verbrecher, weil da wissen, da sind jetzt alle mit ihren Handys und mit ihren Kopflampen und so weiter und machen dort Überfälle. Das ist der Nachteil dabei, aber klar, trotzdem funktioniert das System. Dort hast du dann einen Generator, da hat jemand einen Generator und verkauft dir Zeit, die du davon bei dem Generator nutzen kannst und kommst dann mit deinen Geräten, Handy, Tablet, wobei da würde ich mich gar nicht hintrauen, aber ist ein anderes Thema, mit Kopflampen, mit Taschenlampen und sonstigen Dingen, laden das auf und gehen dann wieder zurück, nämlich in Zeiten, wo der Stromausfall länger andauert. Das ist zumindest mein Informationsstand, ich spreche dort direkt mit Menschen, die in Venezuela leben, mit Venezolanern,
und auch es sind Männer und Frauen gemischt, ja. Und die sagen mir, dass sie manchmal wirklich tagelang keinen Strom haben. Und dann ist das relevant. Wenn ich natürlich sage, okay, sie schalten jetzt nur in der Nacht den Strom ab und ich kann untertags wieder aufladen, dann ist ja das alles kein Thema. Aber bei so längeren Ausfällen, die besonders in den ländlichen Regionen, ländlich, wobei das sind auch teilweise Städte dabei, die dementsprechende Größe haben, die werden einfach abgeschalten. Ja, auch tagelang. Und dann ist es sicher cool, beides zu haben. Daher, die Lampe ist nett und für kurzfristige Stromausfälle und wenn du mit dem arbeiten willst und sowieso und überhaupt eine gute Sache. Aber ich glaube, dass die Kombination aus Batterie und Akku, so wie wir die bei der Nightcore-Lampe haben, oben bei Mittelken, unten halt bei meinem Shop, das ist billigste irgendwie, muss ja klar sein, die bessere Lösung ist. Aber es ist nur meine Meinung. Aber jetzt bist du gefragt, was hältst du davon? Was ist da deine Meinung dazu? Sag irgendwas. Und ich hoffe, dass wir das Zeug sowieso niemals wirklich ernsthaft brauchen. Aus jetzt. Daumen nach oben, Kommentar schreiben, deine Meinung, interessiert mich wirklich, schreib mir da deinen Kommentar, wie du darüber denkst, ja, das war's, Abo, Shop, andere Videos, bis dann, ciao, ciao.